Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid mal wieder beim Atzenberger und ich freue mich, dass ihr auch diesmal dabei seid und bei mir zuschaut. Denn heute gibt es diese Chipsorte bei mir. Wir haben von Lisas Bio-Kessel-Chips die Bärlauchsorte. Hier oben in der Ecke steht noch mit Liebe hergestellt im Allgäu. Ach, das hört sich ja schon schön an, ne? Das Ganze ist glutenfrei, laktosefrei und für Veganer geeignet. Wir haben Bio-Kartoffelchips mit einer aromatischen Waldnote, habe ich gelesen. Klingt interessant. Wir haben eine 125 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 2,49 Euro. Und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Nun gut, dann würde ich sagen, wir öffnen sofort die Packung und probieren mal unsere leckeren Bärlauchchips. Obwohl, wir wissen ja noch gar nicht, ob sie lecker sind. Aber ich hoffe es natürlich. So, es geht los. Auf damit und raus damit. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Also geht es los. Oh ja, schaut mal. Das sieht doch schon mal interessant aus, würde ich sagen. Ne? Okay. So. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Hier ist wirklich jede Menge von diesem Bärlauchzeugs dran. Ansonsten sind sie relativ hell, würde ich sagen. Also nicht so stark gewürzt mit anderen Sachen. Okay. Ich probiere einfach mal und beiß rein. Also sehr knusprig auf jeden Fall. Ja. Also schmeckt wirklich interessant. Mal was anderes, würde ich sagen. Auch gut gesalzen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau richtig, würde ich sagen. Also für mich jetzt auf jeden Fall. Ja, und die Sache hier mit dem Bärlauch ist wirklich mal interessant und was anderes. Bringt dem Ganzen so eine, ja, eigene Geschmacksnote noch mit rein. Aromatische Waldnote wird es hier genannt. Mhm. Doch, also ich muss sagen, die können auf jeden Fall was. Die sind echt gut. Ja, hätte ich jetzt nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bärlauch mag ich eigentlich relativ gerne, aber hier mit der Kombination Chips, Bärlauch, habe ich jetzt eigentlich gedacht, ob das so zueinander passen wird. Aber ja, also ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Diese Sorte bekommt von mir den Doppeldaumen nach oben, also eine ganz klare Kaufempfehlung. Für den Dreifachdaumen hat es nicht ganz gereicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker und empfehlenswert für Freunde von Bärlauch, die mal was Neues ausprobieren möchten. Chipsfreunde allgemein, kauft euch die Dinge mal und probiert sie mal. Dann könnt ihr mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung zu dieser Sorte ausfällt. Mögt ihr sie auch gerne oder ist das eher überhaupt gar nichts für euch? Ihr könnt mir dazu, wie gesagt, gerne was in die Kommentare schreiben. Ich lese alles und antworte natürlich auf alle Kommentare, die ihr mir unter die Videos drunter ballert. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Oder ihr schaut vielleicht morgen nochmal bei mir rein. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuschauen. Das war's für heute vom Atzenberger. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ade.